I've delivered a lot of presentations in my day, but I've never Ich habe schon viele Vorträge gehalten, aber eine so fantastische Einführung habe ich noch nicht erlebt. Das ist jetzt wirklich schwierig, danach zu sprechen. So viel Liebe und so viel Schönheit. Ich möchte mich bei Kirsten bedanken. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie da sind. Ich bedanke mich bei den Organisatoren. Cynthia und ich wollten schon lange in die Schweiz und nach Europa reisen. Wir haben viel darüber gesprochen, dass wir mehr rauskommen müssen. Wir machen viele Interviews, wir halten viele Vorträge auf Zoom, wir schreiben viel. Aber als Kirsten uns anbat, über den großen Teich zu fliegen und an einer Konferenz Vorträge zu halten, war das schon eine fantastische Chance. Besonders mit diesem Thema. Da konnten wir einfach nicht Nein sagen. Wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen Angst haben, auch aus guten Gründen. Wir leben in Zeiten, auch wenn es in der Geschichte ähnliche Geschichten gab. Es gab die Renaissance, es gab auch dunkle Zeiten, es gab Zeiten, in denen die Menschen in Harmonie mit der Natur lebten. Es gab andere Zeiten, wo Korruption und anderes die Staaten in die falsche Richtung führten. Ich wollte eigentlich über die Verwandlung von nutzlosen Fressern in nützliche Schöpfer sprechen. Im Flugzeug habe ich mir dann noch mal ein paar Gedanken gemacht und habe mir überlegt, es wäre vielleicht besser, die Optik etwas zu verändern. Ein paar geopolitische Aspekte sind eingeflossen, ein paar philosophische Aspekte sind eingeflossen und auch der Aspekt Schönheit liegt mir sehr am Herzen. Kirsten hat über die qualitativen Unterschiede zwischen Menschen und anderen Lebensformen gesprochen, die zum Teil in Vergessenheit geraten sind. Hier sind wir nun an einem Punkt angekommen, wo es für viele Menschen schwierig ist, gewisse Lügengebilde zu durchdringen, die an der Oberfläche erstmal attraktiv erscheinen. Es gibt da verschiedene Lügen. Ich denke, wir alle haben da unsere Erfahrungen gemacht. Ich denke, viele von Ihnen wären auch nicht hier, wenn Sie sich dieser Existenz, dieser vielen Lügen nicht bewusst wären. Kirsten hat gesagt, Tiere sehen, nehmen wahr, Menschen können mehr. Tiere sehen mit ihren Augen, aber Menschen können auch ohne die Augen sehen. Wir können mit unserem Geist sehen, wenn wir lernen zu denken, wenn wir lernen, Zusammenhänge zu durchschauen. Gottfried Leibniz, ein Staatsmann, Philosoph und Metaphysiker, hat etwas gesagt, das ich am Anfang nicht verstanden habe. Er hat gesagt, es wäre falsch, den Materialisten zu folgen. Sie sagen, wir sehen, weil wir Augen haben. Das wäre nicht richtig. Er sagte, es wäre richtiger zu sagen, wir haben Augen, um dem Sehen Ausdruck zu verleihen. Das scheint ein kleiner Unterschied zu sein, ist aber ein großer. Die Frage, mit der ich mich in der nächsten Stunde befassen werde, heißt offene beziehungsweise geschlossene Systeme, der Wachstumsbedarf der Menschheit im 21. Jahrhundert und darüber hinaus. Es gibt einige allgemeine Konzepte, zum Beispiel die Fähigkeit des Sehens. Platonisch ist das unveränderlich, Augen kommen und gehen, aber die Fähigkeit des Sehens geht darüber hinaus. Und dann befassen wir uns mit der gegenwärtigen Spannung, die wir fühlen. Es kann
sehr Gutes oder sehr Schlechtes passieren. Letztendlich hängt es von den Entscheidungen ab, die wir treffen, den Weg, den wir beschreiten wollen. Am Ende des Tages geht es um den freien Willen. Mendelssohn war ein Schüler von Beethoven und Beethoven hat gesagt, meine Musik muss so streng sein wie frei. Und das scheint ein Widerspruch zu sein. Menschen denken oft, Strenge und Freiheit seien nicht miteinander vereinbar. Entweder steht man rechts oder links, entweder ist man streng oder frei. Das ist ein Fehler. Wir haben gerade etwas erlebt, was bestimmten Gesetzen folgt, Gesetzen des Rhythmus, Gesetzen der Harmonie, etwas unglaublich Schönes. Und Verstand und Kreativität schließen einander nicht aus, sondern wirken organisch zusammen. Vielleicht noch eine letzte Vorbemerkung, bevor ich wirklich beginne. Wir haben Augen, um dem Sehen Ausdruck zu verleihen. Wenn Sie jetzt eine Kreatur des Teufels wären, ein technokratischer Materialist, der nicht an Freiheit, Würde oder Schönheit glaubt, beziehungsweise diesen keinen Wert gibt, weil dies menschengemachte Konzepte sind, die aber nicht wissenschaftlich sind. Das, was wissenschaftlich ist, sind die abstrakten Naturgesetze. Die würden sagen, Schönheit, Gerechtigkeit, Freiheit, das gibt es, weil es Menschen gibt. Ohne Menschen würde es das nicht geben. Da könnte man jetzt Leibniz folgen und sagen, vielleicht gibt es Menschen, um Freiheit, Gerechtigkeit und Kreativität Ausdruck zu verleihen. Diese Grundsätze gibt es aber in der Natur. Sie füllen das gesamte Universum und gehen sogar darüber hinaus. Das sind nun zwei sehr unterschiedliche Konzepte. Auf der einen Seite haben wir die Materialisten aus Davos. Cynthia wird da morgen auch noch drüber sprechen. Die benutzen ähnliche Begriffe wie jemand, der menschlich denkt. Aber die Ideen, die mit diesen Begriffen verbunden werden, sind ganz andere. Ich wollte mich nun mit diesen beiden Systemen befassen, die uns gegenwärtig als Gesellschaft in zwei Richtungen ziehen. Anfangen wollte ich mit einem Zitat von Friedrich Schiller, 1791, hat er die Verfassungen von Sparta und Athen verglichen und er sagte, wie unterscheidet man gute von schlechten Gesetzen? Da gibt es nur Menschen, die sagen, das ist ein Gesetz, das muss man befolgen. Aber wenn das Gesetz einen versklavt, ist es vielleicht ein ungesetzliches Gesetz. Dann sollte man es vielleicht nicht befolgen. Schiller hat also gesagt, im Allgemeinen gibt es eine Regel, um politische Institutionen zu bewerten. Sie sind nur gut und lobenswert, wenn sie alle Kräfte in Menschen zum Blühen zu bringen, um den Fortschritt der Kultur zu fördern oder zumindest nicht zu behindern. Dies gilt auch für religiöse Gesetze, genauso wie für politische. Beide dürfen den menschlichen Geist nicht einschränken, dürfen nicht zu Stagnation führen. Ein Gesetz, das zu einer bestimmten Zeit gut und richtig sein kann, kann zu einer anderen Zeit daneben liefen. Es richtet sich gegen das Gute, gegen den höchsten Zweck der Gesellschaft. Wir hatten das Zitat tatsächlich nicht. Ich habe versucht, dem so gut wie möglich zu folgen. Ich hoffe, es war verständlich. Was sind nun die beiden Konzepte des Gesetzes gemäß Schiller? Einige von Ihnen kennen diesen Herrn vielleicht, Antonio Guterres, am 27. September
hat er Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich befürchte, unsere Welt bewegt sich auf zwei verschiedene Regelwerke hin, in Wirtschaft, Handel, Finanzen, Technologie. Zwei divergierende Ansätze, auch bei künstlicher Intelligenz, und letztendlich zwei verschiedene militärische und geopolitische Strategien. Das wird viel schwieriger vorherzusagen und viel gefährlicher als der Kalte Krieg. Er hat das gesagt und das stimmt und viele Leute haben das nicht mitbekommen. Welche dieser beiden Strategien folgt er nun? Er schüttelt die Hand von Herrn Schwab, weil er ein Jahr vorher ein Abkommen mit dem Teufel geschlossen hat sozusagen und das World Economic Forum in die Vereinten Nationen integriert hat. Da sieht man nun, wo er investiert hat. Ich spreche über offene und geschlossene Systeme. Andere Menschen sprechen über multipolare oder unipolare Systeme. Systeme, die unsere Zukunft in unterschiedliche Richtungen bewegen wollen. Ich denke, eins dieser Systeme steht viel mehr im Einklang mit der Natur und mit dem menschlichen Wohlergehen als das andere. Ich werde mir einige Fallstudien, einige Beispiele sowohl von offenen als von geschlossenen Systemen anschauen, aber der Reihe nach. Offene Systeme sind kein Nullsummenspiel. Die Idee, dass das Ganze die Summe seiner Teile ist oder mehr als die Summe der Teile sein könnte, scheint ein kleiner Unterschied zu sein, ist ein großer Unterschied. Wenn Sie sagen, ich bin nur die Summe der Atome, aus denen ich bestehe, dann frage ich, wo ist denn meine Seele, wo ist meine Identität, wer ist Matthew? Wenn ich morgens in den Spiegel schaue und mich mit dem vierjährigen Kind vergleiche, was vor vielen Jahren in den Spiegel schaute, dann sind das wahrscheinlich größtenteils andere Atome, andere Moleküle. Ich denke, die meisten dieser Atome und Moleküle sind abgestorben oder ausgetauscht worden, aber es ist doch etwas geblieben. Zu meiner Identität gibt es mehr als die Summe meiner Atome, oder meine Identität besteht aus mehr als der Summe aus meiner Atome. Es gibt relative Wachstumsgrenzen in offenen Systeme. Schauen Sie sich eine Gesellschaft vor 100 Jahren in Basel an oder vor 200 Jahren in Montreal. Da gab es bestimmte Grenzen. Im 1900 war in Montreal die Lebenserwartung vielleicht 42 Jahre, heute sind es 80 Jahre. Dann Elektrizität, bestimmte medizinische Entdeckungen. Heute müssen vielleicht bestimmte Kinder aufgrund bestimmter Krankheiten nicht mehr sterben, die früher sterben mussten, weil bestimmte Entdeckungen gemacht wurden, weil Naturgesetze erkannt wurden. So können neue Technologien entwickelt werden und damit können diese Wachstumsgrenzen überwunden werden, wenn wir erstens diese Entdeckungen machen und wenn wir zweitens erlauben, dass sich die Gesellschaft als Ganzes so verändert, dass sie von diesen Entdeckungen profitiert. Diese beiden Voraussetzungen müssen erfüllt sein und dann muss man auch in Zukunft weitere Entdeckungen ermöglichen, weil es wird immer Grenzen geben. Die Frage ist nun, was ist wichtiger, diese Grenzen zu überwinden oder sind es die Grenzen selber, die sagen, ob wir 1 Milliarde, 8 Milliarden Menschen sein könnten? Sollten wir mehr Menschen sein? Sollten wir weniger Menschen sein? Es gibt Menschen, die sagen, 1 Milliarde ist genug. Das hört sich feudalistisch an, aber da gibt es vielleicht auch Leute, die das verteidigen würden, aber ich denke, das kann man nicht verteidigen. Die Frage ist nun, wie können wir eine Situation schaffen, wo alle profitieren, wo
alle gewinnen, statt Gewinner und Verlierer zu schaffen. Wenn man sich nun das Konzept der souveränen Staaten anschaut, wenn man sich anschaut, wie diese Staaten in Beziehung zueinander treten, dann ist die Frage, gibt es eine Schaltzentrale oder gibt es eine multipolare Welt? Das ist vielleicht ein kurzer Überblick. Man könnte sicher mehr dazu sagen. Geschlossene Systeme sind letztendlich das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Das Ganze ist die Summe seiner Teile. Das Ganze ist ein Nullsummenspiel. In der Welt von jemandem, der in geschlossenem System lebt, bedeuten mehr Kinder, mehr Münder, die Hunger haben, die satt werden müssen. Also ist weniger für alle da. Das ist ein recht dystopischer Blick auf Kinder. 45.000 Kinder arbeiten im Kongo in Kobaltminen, damit wir Mobiltelefone benutzen können. Unter diesen könnte ein neuer Beethoven oder ein neuer Einstein sein. Aber diese Kinder hatten bestimmte Chancen niemals. Wenn man also sich diesem Nullsummenspiel hingibt, lebt man in einer beschränkten Welt. Die Grenzen des Wachstums werden als absolut wahrgenommen. Wir müssen uns an die Grenzen anpassen, können sie aber nicht überwinden. Denn wenn wir sie überwinden würden, dann gibt es da zum Beispiel diejenigen, die ein Monopol auf die Holzindustrie haben. Da entdeckt jemand vielleicht einen anderen Brennstoff, aber die Holzindustrie wird dann auf einmal strategisch weniger wichtig. Das Gleiche könnte man jetzt über Öl oder die Atomindustrie sagen. Jedes Mal, wenn es eine neue Entdeckung gibt, löst das natürlich ein altes System ab. Und so gibt es jemanden, der den strategischen Vorteil verliert, und das hat politische Folgen. Das heißt, es gibt Gewinner und Verlierer. Es geht um Wettbewerb. Der Stärkste überlebt, die Schwächsten werden ausgesondert. Und es ist eine unipolare Welt. Der freie Wille hat keinen Platz. Menschen dürfen nicht selber denken. Auch wenn man sich in einem geschlossenen... Sie wissen, dass Sie sich in einem geschlossenen System befinden. Wenn man viele Schatten sieht, in einem platonischen System ist das Licht das, was beleuchtet, aber wir können auch Schatten wahrnehmen. Wir können die Schatten eines geschlossenen Systems erkennen. So sieht es aus. Das kommt aus Nordamerika. Die Folie erstreckt sich über 170 Jahre. Und 1970 ging da auf einmal die industrielle Fertigung und die damit verbundenen Arbeitsplätze stark nach unten. Während der Dienstleistungssektor wuchs, auch die Landwirtschaft schrumpfte. Hier wurde auf einmal Geld wichtiger, und nicht, weil das einfach die Bestimmung der Menschheit war, sondern weil Menschen wie Bobby Kennedy, Martin Luther King, Rico Matte umgebracht wurden, und es gab noch viele mehr. Dieser Umbau, diese Veränderung der Gesellschaft konnte nur gelingen, weil Menschen umgebracht wurden, die diesem Umbau im Weg gestanden hätten.
Menschen sprechen immer wieder über Realität, aber was ist tatsächlich realer, Potenzial oder Realität? Ich würde sagen, das Potenzial ist wichtiger als die Realität. Die Realität kommt und geht und geht, aber das Potenzial ist immer da. Es fehlte vielleicht der Willen. John F. Kennedy wollte die Kernfusion als neue Energieform, die fossile Brennstoffe abgelöst hätte. Er wollte die Raumfahrt fördern. Er hat die Russen eingeladen, 1963, einen Monat bevor er starb, mit den Vereinigten Staaten zusammen zu arbeiten, hat gesagt: Arbeiten wir zusammen, um den Kalten Krieg zu beenden, kooperieren wir. Er wollte ein russisch-amerikanisches Raumschiff, das die Mondlandung vollbringen würde. Er wollte neue Grenzen überwinden, Neues entdecken. Die Idee der Kernfusion, die Minerva-Rakete, auch da hat John F. Kennedy investiert, wurde verworfen. Dann kam Henry Kissinger, David Rockefeller, und sie begannen, die Forschungsgelder in diesem Bereich zu streichen. Dies sind Gelder aus 1978. Und hier sieht man, dass die Fusion auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben wurde, weil die Wissenschaftler kein Geld mehr bekamen, um ihre Ideen zu testen. Diese Wissenschaftler wurden allein gelassen, konnten ihre Ideen nicht mehr ausprobieren. Verschiedene Szenarien, die in den 70er Jahren von einem Kongressausschuss vorgebracht wurden, die gesagt haben, das können wir machen, wenn wir die Ressourcen haben, wenn wir die richtige Vision haben. Wie sieht es nun aus, wenn wir das Ganze aus im kosmischen Bereich anschauen? Jetzt habe ich mich mit dem Atom befasst, aber auch im Weltraum passierte das Gleiche. Dass die Gelder wurden auf 0,5% des BIPs gekürzt. Man versuchte also, oder es gab Menschen, die versuchten, das System geschlossen zu halten und ihre Positionen zu schützen. Unsere Gesellschaft war darauf aufgebaut, dass der Schutz der kritischen Infrastruktur, wie zum Beispiel Wasser, oder hier sehen Sie einen Stützpfeiler von einer Eisenbahn in Chicago, das Bild wurde dieses Jahr aufgenommen. 34.000 Menschen fahren da jeden Tag drüber. Das wird ein paar hundert Dollar kosten, das zu reparieren. Und das ist nur ein winziges Symptom eines riesigen Problems. 5 Trillionen Dollar müssten investiert werden, um die Sicherheitsstandards an der gesamten kritischen Infrastruktur in den USA wiederherzustellen. Wir haben unsere Fabriken ausgelagert in Länder mit billigerer Arbeitskraft. Wir waren einmal eine Gesellschaft, die produzieren und konsumieren konnte. Jetzt sind wir eine Gesellschaft von Konsumenten. Jetzt können wir einfach konsumieren und das reicht. Na, irgendwer muss schon die dreckige Arbeit machen in Afrika, in Asien. Aber wir sind einfach die, die konsumieren. Und irgendwie soll das Ganze funktionieren. Da gab es Menschen, die versucht haben, sich dagegen zu wehren. Aber wir haben es jetzt mit den Konsequenzen dieser Entscheidungen zu tun. Ich denke, wir müssen etwas nicht neu schaffen, aber wiederentdecken. Wir hatten die Fähigkeiten. Hier möchte ich noch eine Folie zur
Welt der Finanz zeigen. Was ist denn eigentlich Wachstum? In den letzten 40 Jahren hat man uns gesagt, wir erleben Wirtschaftswachstum. Das sagte man uns in der Betriebs- und Volkswirtschaft. Aber die haben sich nicht mit der Realwirtschaft befasst. Nicht mit der Wirtschaft, die menschliches Leben unterstützt. Darüber haben sich die alten Wirtschaftswissenschaftler Gedanken gemacht. Die neuen Wirtschaftswissenschaftler befassten sich mit Geld, mit der Spekulation auf Schulden, die Schaffung von Schulden, die niemals bezahlt werden konnten. Mit denen wettete man auf unterschiedliche Art und Weise. Diese Folie stammt aus 2012. Hier sieht man die fünf größten amerikanischen Banken, systemrelevante Banken. Da haben wir Geld reingepumpt. Die haben in den 70er Jahren quasi begonnen, die Transaktionen zu machen, die dann zur Finanzkrise geführt haben. In den 60er Jahren wäre man für Schulden ins Gefängnis gekommen, die dann in Harvard in den 90er Jahren geleert wurden. Und wir haben da einfach immer mehr Geld reingepumpt und mehr als 10 Jahre diese Zombie-Banken am Leben erhalten. Die Realwirtschaft hat davon nicht profitiert. Was sind nun die geopolitischen Fakten? Falls jemand von Ihnen, wirklich etwas hätte tun können, hätte man einfach die Banken abwickeln können und hätte wirklich anfangen können, das Geld wieder in die Realwirtschaft zu stecken. Aber damit hätte man sich wirklich mit den Symptomen befassen müssen, sie analysieren müssen, wie ein Arzt, so wie Franklin Roosevelt es damals getan hat. Hätten wir uns wirklich mit der Abwicklung dieser Banken befassen müssen. Das ist möglich. Was bedeutet das nun für die Geopolitik? Wenn wir heute die Zeitung aufmachen, wenn wir den Fernseher einschalten, wenn wir unser Handy in die Hand nehmen, dann sehen wir verschiedene Krisenherde. Die Ukraine, darüber wird seit einem Jahr gesprochen, eine Krise. Moldawien, Transnistrien wird vielleicht angegeben. Dann gibt es da CIA-Agenten, die auch im Kosovo zündeln, die vielleicht versuchen, da Unabhängigkeitsbestrebungen zu fördern. In Georgien gibt es gegenwärtig Demonstrationen, weil es ein Gesetz gibt, das verlangt, dass ausländische Organisationen öffentlich erklären, dass sie Geld aus dem Ausland bekommen. Aber diejenigen an der Macht wünschen dies nicht. Sie nutzen dann Revolutionäre, um unliebige Systeme zu destabilisieren. Ungarn ist ein weiteres Beispiel. Hier ist viel Geld in die Reaktivierung der destabilisierenden Organisationen geflossen, die die USA zur Verfügung hat. Syrien ist wieder ein Thema, Weißhelme sind wieder ein Thema, um da den Regimewechsel zu fördern. Iran, da wurde jetzt in den USA gesagt, 7 Tage noch, dann haben die Bombe. Das ist absurd, aber das wird dem Westen eingehämmert. Japan denkt darüber nach, Langstreckenraketen zu kaufen und auf China zu richten. Sie wollen eine Art NATO des Pazifik gründen, zusammen mit anderen Staaten. Auch Südafrika wird destabilisiert. Und die Medien erzählen das, als ob es sich um separate Krisenherde handelt. Sind aber alle Teil ein und desselben großen Ganzen. Man muss nun
das gesamte Bild im Auge behalten, all die amerikanischen Militärbasen auf der ganzen Welt. Länder wie China, Russland, Indien, Syrien, all die Länder, die nicht ihre Bevölkerung auf dem Altar des großen Resets opfern wollen, werden sich das anschauen. Hunderttausende US-Truppen sind im Pazifik stationiert, 50.000 in Japan, 28.000 in Südkorea. In Südkorea gibt es einen Raketenschirm. Das sind einfach US-amerikanische Kolonien. Diese Waffen könnten auf China gerichtet werden, auf Russland gerichtet werden. Dieser Raketenschild, der defensiv ist, könnte schnell zu einer Angriffswaffe werden. Und dann wird darüber diskutiert, Kanada und Alaska dazu zu bringen, Raketen in der Arktis zu stationieren. Und dies wird seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion diskutiert. George Bush Senior, Kissinger, Joe Biden haben diesen Zusammenbruch 1992 gefeiert. Das sind einige der wichtigen Fakten, die man im Kopf behalten muss. Ich will jetzt hier nicht zu pessimistisch sein, aber ich denke, man muss schon ein bisschen Dunkelheit erfahren, um dann das Licht schätzen zu wissen. Ich weiß nicht, was Sie von China halten. Ich komme aus Kanada und in Kanada und auch in Amerika wird Angst geschürt. Angst und Paranoia, Angst vor China. Das ist eine bewusste Entscheidung der Geheimdienste, der Mainstream-Medien, des Deep States. Wenn man jetzt die Nordamerikaner fragen würde, was sie glauben, dann ist China der große Bösewicht. Wenn man die Demokraten fragt, ist es vielleicht Russland. Aber auf jeden Fall müssen wir uns doch fragen, was haben Edward Snowden und Julian Assange aufgedeckt? Was ist die NATO? Was war denn der Zweite Weltkrieg? Wer hat denn Hitler und Mussolini finanziert? Wer hat diese Faschisten finanziert? Wurden die jemals zur Verantwortung gezogen? Nein. Wurden alle Nazis tatsächlich bestraft? Naja, ein paar wurden in Nürnberg verurteilt. Aber wenn Sie gelesen haben, was Cinzia schreibt in ihrem neuen Buch, was Sie draußen kaufen können oder auch anderswo, wenn Sie diese Bücher lesen, dann wüssten Sie, dass bis 1973 führende SS-Kräfte in der NATO aktiv waren. Das heißt, es gibt da viele falsche Informationen, die uns verkauft werden. Jetzt zu China, Xi Jinping. Einige Beispiele darüber, was Russland und China machen. China geht gerade durch eine konfuzianische Renaissance. Im Moment gibt es diese Renaissance, eine buddhistische Renaissance. Das sieht man überall. Xi Jinping hat 2016 etwas Wichtiges gesagt. Er hat Systeme beschrieben, hat gesagt, wie wir durch diesen Sturm kommen. Koordinierte Entwicklung ist die Einheit von ausgeglichener Entwicklung und unausgewogener Entwicklung. Der Prozess vom Gleichgewicht zum Ungleichgewicht und dann zur Wiederherstellung des Gleichgewichts ist der Grundsatz der Entwicklung, das Grundgesetz der Entwicklung sogar. Das Gleichgewicht ist relativ, während das Ungleichgewicht absolut ist. Die Betonung einer koordinierten Entwicklung bedeutet nicht, dass man Gleichmacherei anstrebt, sondern dass man Chancengleichheit und der ausgewogenen Verteilung der Ressourcen mehr Bedeutung beimisst. Gut, was bedeutet das? Wie bereits gesagt, jedes System koexistiert als eines und als viele. Ich habe viele Teile, aber ich bin ein Matthew. Jeder von euch, von Ihnen ist eine Person mit vielen Teilen. Man verändert sich aber gleichzeitig auch nicht. Jedes konzeptionelle System, jede Zelle, jede Galaxie,
ist sehr komplex, hat diese Eigenheit, ist ein Teil, aber auch ein Ganzes, ein metaphysisches Ganzes, wo es viele Gesetze gibt, die besagen, wie das Ganze zu funktionieren hat. Alles hat eine Konstante, die sich immer verändert, aber auch eine Konstante, die immer gleich bleibt. Und das ist wichtig als Konzept. Das ist ganz grundlegende Wissenschaft. Xi Jinping sagt, beides koexistiert, aber welcher Part führt im Tanz? Ist es die Möglichkeit oder die Chance, sich zu verändern? Oder ist es das Absolute? Und ich kann Ihnen sagen, wenn jemand ein Unipolarist ist, dann liebt er oder sie Feudalismus, keine Veränderung, Status quo, das soll dominieren. Für diese Menschen ist es egal, ob Menschen ihre Haltung verändern oder ihre sexuelle Identität verändern, das geht. Aber sie mögen es nicht, wenn man die Regeln bricht, die den Feudalismus aufrechterhalten. Er sagt also, gleiche Chancen, Gleichberechtigung. Alle sagen ja, Xi Jinping ist ein Kommunist, der will keine persönlichen Freiheiten, der will kein Eigentum erlauben und so weiter. China hat sehr viele KMUs, ein großes System von funktionierenden Firmen. Aber es gibt natürlich auch nationale Kontrollen, staatliche Kontrollen, beides gibt es. Es gibt natürlich Sozialpolitik in China, aber man kann nicht sagen, dass China nur eines oder das andere ist. Es hat beides. Menschen wie Klaus Schwab sind der Ansicht, dass wir alle gleich sein sollten. Überall nehmen die Einnahmen ab, bald geht es uns allen noch schlechter. Das ist eine andere Sichtweise der Gleichberechtigung oder des Gleichseins. Das sind die Kapitalisten von Davos, die das sagen. Das ist was anderes und das ist auch ironisch. Aber schauen wir uns die Worte nicht mehr nur philosophisch an, sondern schauen wir uns an, was in China wirklich passiert. Unsere Medien sprechen nicht über das, was in China in den letzten 30 Jahren passiert ist, als George Soros des Landes verwiesen wurde. Die meisten wissen nicht, dass George Soros gar nicht nach China gehen darf. Er darf nicht mehr dahin gehen. Wie haben sie das fertiggebracht? Wie hat es Russland geschafft? George Soros war bis 2015 auch dort, darf auch nicht mehr kommen. Das alles hat vielleicht auch zu tun damit, was eben vor sich geht. Zum Beispiel hier in China die Lebenserwartung 77,9 Jahre durchschnittlich. Damit liegt China über den USA. Die USA haben 2 Jahre verloren während Covid. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber so ist die Tendenz bis daher. Wir sehen also in China konstantes Wachstum. Unten rechts sehen wir Pro-Kopf-Einkommen. Das ist explodiert. Die Armut ist fast gänzlich abgeschafft worden oder ganz gänzlich verschwunden in den meisten Teilen Chinas. Und wir werden bald schon das ganze Verschwinden der Armut in China sehen. 1 Milliarde Menschen sind also in 25 Jahren aus der Armut entkommen. Und China hat das geschafft mit einer Maßnahme, die sie auch anderen Ländern anbieten. Das dauert im Westen hunderte von Jahren, aber China hat es in 30 Jahren geschafft. Das sind Variablen. Oben sehen wir, oben links, wer weiß, was das ist? Oben links, das sind Hochgeschwindigkeitszüge. Im Jahr 2000 hatte China null Hochgeschwindigkeitszüge, die zwischen 500 Stundenkilometer reisen können. Heute 35.000 Kilometer Schienen für Hochgeschwindigkeitszüge. 114.000 Kilometer gibt es noch mit normalen Zügen. Das ist herausragend. Kanada hat null, die USA praktisch null an Hochgeschwindigkeitszügen. Frankreich ist ganz okay unterwegs, aber die Strategie Frankreichs ist auch fallen gelassen worden.
magnetische Schwebebahnen und Züge gibt es in China. In Deutschland ist alles fallen gelassen worden. Das sind ein paar Beispiele. Und das ist eine andere Art und Weise, wie man über wirtschaftliche Werte nachdenkt. Antonio Guterres hat ja etwas gesagt, und das ist ein anderes Paradigma, das wir hier sehen. Entweder bleibt man im Gefängnis der Vergangenheit oder eben nicht. Außerhalb von China haben wir gesehen, dass zum Beispiel internationale US-Basen erstellt werden um Russland und China herum. Das hier ist die Belt and Road Initiative. Das ist die neue Seidenstraße. Hier haben wir keine Divide-and-Conquer-Strategie. Also, wenn man über Nullsummenspiele nachdenkt, dann will man teilen und regieren. China macht das nicht mit der Seidenstraße. Hier geht es um gemeinsame Interessen von verschiedenen Ländern. Wir haben einen Korridor durch Russland von China nach Europa. Dann gibt es einen mittleren Korridor, den sehen wir hier. Da geht es um Iran, das Kaspische Meer. Dann gibt es auch einen anderen Korridor, den sehen wir hier nicht. Das ist der Südkorridor, der wird im Moment gebaut. Und dort gibt es Eisenbahnverbindungen zwischen Irak, Iran, die Strecke von Schlamm nach Basra. 1500 Kilometer in Irak, das gibt es bereits. Das wird verbunden dann mit Syrien. Das führt zu einem Wiederaufbauprogramm im Mittleren Osten. Dann Afrika, die arabische Halbinsel, auch Südamerika. Dort gibt es ähnliche Entwicklungen. Der Westen wurde eingeladen, mitzumachen, aber der Westen hat bis jetzt Nein gesagt zu diesen Entwicklungen. Also offene Systeme, darüber spricht Xi Jinping. Die Reden von Putin werden nicht gelesen. Es ist eigentlich mehr oder auch sein Berater. Man liest das eigentlich nicht. Aber wenn man das liest, dann sieht man ganz häufig Referenzen an die Technosphäre, die neue Sphäre. Wladimir Vernadsky ist ein Volksheld in Russland. Es gab das Wladimir Vernadsky-Institut. Er war der wichtigste Präsident der Akademie der Wissenschaften in den 20ern, 30ern, 40ern in Russland. Er war die führende Kraft der Entwicklung während Ersten und Zweiten Weltkrieg. Er war der Vater der Atomkraft in Russland und der Gründer der ukrainischen Akademie der Wissenschaften. Darüber sprechen die Ukrainer natürlich heute nicht sehr gerne. Aber Vernadsky hatte einen großen Beitrag geleistet im Bereich Naturwissenschaften. Erstens mal hat er eingesehen, dass Raumzeit nicht etwas ist, was kein Geist hat. Das Universum konnte nicht entdeckt werden, wenn es nicht den Grundsatz des Lebens oder des Geistes hatte. Das hat er gesagt. Er glaubte daran, dass Sinnhaftigkeit überall steckt. Und wenn es Sinnhaftigkeit gibt, dann bedeutet das, dass es auch irgendeine Art der Vernunft gibt. Denn die Sinnhaftigkeit hat zu tun mit Gedanken, mit Vernunft, mit Denken. Ein Materialist würde das nicht so sehen. Materialismus heißt, der Zweck oder die Sinnhaftigkeit ist da, weil es Menschen sind. Ein Vernadsky würde sagen, nein. Sinnhaftigkeit existiert, damit Menschen sinnhaftig agieren können, partizipieren können. Alles im Universum hat Sinn. Die Planeten haben einen Sinn. Max Planck, Einstein, Madame Curie, Dmitri Mendeleev, diese benutzen dieses Prinzip und haben das im Herzen, wenn sie über das noch Unbekannte sprechen und dieses entdecken. Computer machen das nicht, Computer können das nicht. Computer können nur Ja oder Nein sagen, können nur Algorithmen benutzen, um ins Unbekannte vorzustoßen. Das können nur Menschen machen. Also was hat Vernadsky gesagt? Er hat gesagt, es gibt eigentlich nicht die Natur an sich. Die Natur an sich ist eine Koexistenz von drei Phasen. Die Lithosphäre, Materie, Steine und so weiter. Auch Kohle, das ist auch überall drin. Der Unterschied zwischen der Kohle, die
in diesem Gebäude steckt oder hier. Die Rolle der Moleküle ist anders. In meinem Körper beispielsweise gibt es auch Kohle, aber das hat zu tun mit einem Lebensprozess. Es kommt also darauf an, wie sich diese Zyklen der Kohle, von Kohlenstoff und so verhalten. Biosphäre ist die Domäne der Atome, klein, aber wichtig. Und dort gibt es Leben. Und dann die Noosphäre oder die Technosphäre. Was ist das? Ist das Leben organisch? Hat das kein Leben? Was ist es? Dieses Ding, diese Maschine, das würde in der Natur natürlich so nicht existieren. Das existiert, weil Menschen auf die Idee kamen, so etwas zu entwerfen und die Natur zu transformieren. Aufgrund einer Idee, eines Gedanken. Das hat einen Sinn, das wurde deswegen geschaffen. Aber alles, was wir sehen in diesem Raum, vielleicht diese Blumen, ja, aber sonst würde nichts einfach so natürlich existieren. Es sind die Ergebnisse von Millionen von Ideen, die die Umgebung eben so gestaltet haben. Sogar die Sprache, die ich verwende. Zum Beispiel die Schatten des Unsichtbaren. Des Unsichtbaren können gesehen werden dank dieser Sichtweise. Was beeinflusst die Entscheidungsfindung auf dieser Welt? Und ich kann aus Fernansky etwas zitieren. Er beschreibt die Biosphäre anders, als wir sie beschreiben würden. Die Biosphäre kann gesehen werden als eine Region von Transformern, die kosmische Strahlung verwandeln in aktive Energie, elektrische, chemische, mechanische, thermische und andere Formen. Strahlung aus allen Sternen in die Biosphäre gibt es, wir können aber nur einen kleinen Teil davon aufnehmen. Jeder Stern, den man sieht, sieht man, weil es Strahlung gibt von diesem Stern. Wir können jedes Lichtspektrum sehen. Die Existenz von Strahlung in den entferntesten Regionen des Kosmos können nicht abgeleugnet werden. Es gibt Strahlung von Sternen und in den oberen Regionen der Atmosphäre wurde das von Hess entdeckt. Dies alle geht über die Grenzen des Sternsystems hinaus, über die Galaxie, über die Milchstraße. Das ist unglaublich wichtig. Diese kosmische Strahlung hat einen Einfluss auf die Art der Biosphäre. Das ist eine sehr viel gesündere Idee der Biosphäre, als wir sie kennen. Es ist nicht einfach ein Erdphänomen, sondern es geht um eine universelle, um eine kosmische Kraft. Atmosphäre, Stratosphäre, intergalaktische Meere von Strahlung, die aus allen Sternen kommen, aus jedem Sternenkörper, überall, jedes Atom das wir kennen, strahlt so etwas aus. Diese ganzen galaktischen Nebel, wir kennen sie nicht einmal, aber sie strahlen unglaublich viel Energie aus. Die Standardkosmologie und die Quantenphysik liegt in vielen Bereichen eben auch falsch. Fernansky hat das schon gewusst, und zwar 1928. Was ist also passiert? Ja, die Tatsache, dass Fernansky Fernansky ist im Osten sehr berühmt, im Westen aber kaum. Und das ist interessant. Drei Studien, auf die ich noch zu sprechen komme. Das Potenzial der Welt von heute, der arktische Zirkel. Ich habe über die neue Seidenstraße von China gesprochen. Diese wurde 2013 angekündigt und heute ist das doch ein sehr kreativer Raum von physischem Potenzial. Man denkt dort langfristig 10, 20 Jahre und es sind Nationalbanken. China hat zum Beispiel die Zentralbanken weiter kontrolliert. China ist es der Staat. Dort wird nicht spekuliert, das ist in China nicht möglich. Also China hat die staatlichen Finanzen unter Kontrolle gehabt. Es geht hier nicht nur um Osten und Westen, sondern es passiert auch
im Polarraum. Wladimir Putin hat das in seinen Entwicklungsplänen drin. Der weite Osten Russlands, Sibirien und so weiter, dort hat er Pläne. 5 große Städte sollen gebaut werden in Russland, im arktischen Norden Russlands. Und es soll auch eine lange Zugverbindung geben im Norden. Und eine Schiffsroute. Warum ist diese Schiffsroute interessant? Weil man da 10 Tage weniger Zeit braucht, um durch diesen arktischen Korridor von China nach Amsterdam oder Paris zu reisen oder Fracht zu verschiffen. Der Suezkanal, diese Route ist viel länger. Also 10 Tage länger hätte man über die traditionelle Route. Das ist also sehr attraktiv. Es gibt aber auch eine Landroute. Wenn Sie glauben, dass das nicht wichtig ist in der NATO-Strategie der Militarisierung des Arktikraums, naja, Wladimir Putin hat am Anfang im Jahre 2007 die US mit George Bush eingeladen, in der Beringstraße einen Eisbahntunnel zu bauen. 100 Kilometer Abstand sind es dort zwischen Russland und Alaska. So lang wäre der Tunnel gewesen. Es hätte 30 Jahre gedauert. Russland wollte 60 Milliarden zahlen. Dick Cheney hat aber nichts dazu gesagt. Er hat Putin gesagt, hau ab. Das war einige Wochen, nachdem es eine Sicherheitskonferenz in München gab. Dort hat Wladimir Putin gesagt, er wisse, dass ein Abwehrschild aufgebaut werde im arktischen Raum. Und es geht dort um die Zerstörung Russlands. Er hat es gesagt, diese Rede ist auf YouTube verfügbar. Er hat aber auch gesagt, wir werden aber nicht einfach zurückschlagen, sondern wir bieten die Hand für gemeinsame Zusammenarbeit. Es gibt viele Ressourcen, viele Synergien. Zum Beispiel die Infrastruktur kann gemeinsam aufgebaut werden. Da kann auch Afrika geholfen werden und der Welt. Aber der Westen hat Nein gesagt. Hat Nein gesagt. 2011, Barack Obama ist Präsident. Wladimir Putin kam wieder in die USA und hat wiederum Hilfe oder Zusammenarbeit angeboten. Barack Obama hat ihn quasi ins Gesicht gespuckt und gesagt Nein. Also es kam nicht zu dieser Zusammenarbeit. 2014, chinesische Regierung unterstützte das, sagte, das sei Teil der Arktik-Strategie von China, da komme ich nicht mehr darauf zu sprechen. Putin und die Chinesen kennen ihre Geschichte sehr gut, besser als der Westen. Und Putin verstand, dass das die wichtige Triebfeder der Geopolitik im 20. Jahrhundert war. Das ist eine Karte aus dem Jahr 1890, in Auftrag gegeben von William Gilpin aus Colorado, dem ersten Gouverneur. Da war eine Zugverbindung mit Nationalbankgeldern geplant. Er wollte Gelder von Lincoln, damit eben diese Zuglinie erstellt werden konnte. Es ging darum, um Kluften der Vergangenheit zu überwinden, Kriege, neue Paradigmen und so weiter. Leider gab es dann einige Regimewechsel 1905, 1914, dann kam der Weltkrieg und das hat das Ganze über den Haufen geworfen. Alexander II. Wurde auch 1880 ermordet, war auch für Zusammenarbeit, zum Beispiel Telegrafenlinien, Zuglinien und so weiter. Das war der große Grund, der Hauptgrund, warum Russland Alaska verkaufte an die USA 1867. Deswegen wurde dort auch ein Angriff von wurden auch die Briten und die Franzosen abgehalten in einer Seeschlacht. Also Russland und Amerika verbindet einiges in der Geschichte, besonders was den arktischen Raum angeht. Alexander III. War dafür. Die Transsibirische Eisenbahn war auch mit der Hilfe von amerikanischen Ingenieuren gebaut worden. Aus Philadelphia wurde auch umgebracht. Wahrscheinlich umgebracht mit, man weiß es nicht genau, was ist Arsen, mit Arsen, genau. Nikolaus II. War auch dafür. Wir wissen, was ihm zugestoßen ist.
Jetzt Kanada, ich muss Kanada erwähnen, ich bin ja Kanadier. Ja, auch in Kanada gibt es diese Idee, arktische Städte aufzubauen. Das ist ja der große, unentdeckte Raum. John Diefenbaker ist Kanadier, war kanadischer Premierminister im 20. Jahrhundert. Ein paar Monate, nachdem JFK getötet wurde, war er selber auf eines Coup d'État, eines Staatsstreiches. Hier geht es um Wissenschaftsstädte in diesem Bereich, die vom Staat finanziert worden wäre. Es hätte kleine Nuklearreaktoren gegeben, fortgeschrittene Städte, Wissenschaftsstädte, aber auch Familien hätten dort gewohnt. Es ist schwierig, sich das vorzustellen, aber er wollte, dass da ein neuer Status der Entwicklung stattfinden würde, mit der Hilfe von Geldern aus den USA. John F. Kennedy hätte wahrscheinlich Geld gesprochen. Es hätte wahrscheinlich auch neue Dynamiken mit Russland ausgelöst, aber das wissen wir natürlich heute nicht. Das ist also ein Teil. Also das ist eine Grenze, die unser Handeln begrenzt. Und dann kommen wir zum Nahen Osten, Mittleren Osten. Wenn man Mittlerer Osten sagt, dann klingt das ein bisschen nach britischer Kolonialzeit. Also, wie sieht die Staatenbildung aus? Wir wissen, wie die Staatenordnung aussieht. Wir wissen, was in Irak passierte, vor und nach der Staatenbildung. Wir kennen Libyen, vor und nach der Staatenbildung, Jemen, Syrien. Wir wissen, was dort passiert ist. Es ist wirklich die Hölle auf Erden, was dort passiert ist. Also, dann Südostasien. Diese Karte haben wir bereits gesehen. Ich habe jetzt einiges gesagt. China will die Beziehung mit Iran und Saudi-Arabien wiederherstellen, normalisieren. Das ist ein großes Thema, denn bis jetzt war es so, dass Saudi-Arabien wie die Türkei ein bisschen ein Durchgang oder ein Instrument war des westlichen Imperialismus. Es wurde dort Geld gewaschen, es wurden dort Öleinkommen verwendet für irgendwelche Operationen. Es gab auch ISIS-Terrorismus. All das wurde mit Geldern aus Saudi-Arabien finanziert oder der Türkei. In den letzten Jahren hat sich aber gezeigt, dass die Türkei und Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten zukünftig nicht unbedingt so viel Sicherheit haben, wie sie möchten. Diese Staaten sind eigentlich fast austauschbar und das haben diese Staaten gemerkt, insbesondere Saudi-Arabien und die Türkei. Es gibt deswegen eine Transition. Es geht jetzt vielmehr zur Wiederherstellung diplomatischer Beziehungen. Syrien kann man kaum mehr stürzen. Arabische Emirate, Südarabien, die Türkei wissen das jetzt und sie haben diplomatische Kanäle wieder aufgetan. China offeriert aber Saudi-Arabien oder bietet Saudi-Arabien und anderen Ländern auch die Gelegenheit, nicht einfach nur mit Öl Geld zu machen, sondern herzustellen und andere Chancen zu haben. Das hat der Westen nie gemacht. Noch ein Beispiel zu Syrien, die Fünf-Seen-Strategie von Assad. 2004 hatte sie zum ersten Mal vorgestellt. Er wollte das Rote Meer, den Persischen Golf, das Schwarze Meer, das Mittelmeer zusammenbringen, Verbindungen schaffen. Und wir wissen ja, was dann nach 2011 in Syrien passierte. Aber das wird jetzt wieder aus der Schublade geholt. Es wird auf höchster Ebene diskutiert, diese visionäre Strategie wiederzubeleben. Und die Zeichnung stammt aus dem Jahr 2009. Das ging zusammen mit Gaddafis Wasserprojekt. Davon haben Sie vielleicht schon was gehört oder einige von Ihnen. 2009, 2010, Gaddafi wollte die Süßwasserreserven unter der Sahara nutzen, um Libyen grüner zu machen. Man kann dieses Wasser nutzen, um Leben zurückzubringen. Ist die Wüste eine Wüste, weil sie dann glücklicher ist? Wäre es nicht natürlicher,
mittels Wasser die Biosphäre in diese Region zurückzubringen, wo sie vor 5.000, 6.000 Jahren war. Gaddafi hat es versucht und die NATO hat dieses Projekt, dieses Wasserprojekt und andere kritische Infrastruktur zerstört. Ob das aus Versehen passiert ist, dann nach Südwestasien, die Nord-Süd-Verkehrskorridore, Indien, Iran und Russland haben das auf den Weg gebracht, wurde sabotiert. 17 Länder sind mehr oder weniger direkt beteiligt. Diese Eisenbahnkorridor und Sekundärrouten mit Wirtschaftszonen, mit Fertigungszonen, die aufgebaut werden sollten, auch Energiekorridore von St. Petersburg bis nach Georgien, wo gegenwärtig vom Westen Aufstände geschürt werden, um die Regierung zu destabilisieren, bis Armenien, Aserbaidschan, Iran, Türkei, Syrien, Libanon. Dann geht es bis Bandar Abbas im Iran und dann sogar bis nach Indien. Westliche Geopolitiker haben das als Rivalisieren zur Belt and Road Initiative, zur Neuen Seidenstraße porträtiert. Aber die beiden passen zusammen. Der Volkswirtschaftsminister Putins, Sergei Glasjew, hatte die Führung bei dieser wirtschaftlichen Integration. Auch von ihm werden wir noch mehr hören. Noch einige weitere Beispiele von verschiedenen Entwicklungen. Begrünungsprojekte in Ägypten, die Sinai-Halbinsel, hier Eisenbahnverbindungen, 9 oder 10 verschiedene von Osten nach Westen, von Norden nach Süden, Teil der Agenda Afrika 2063. Man möchte nicht nur ein Freihandelssystem innerhalb Afrikas, zum ersten Mal sollen sich Waren innerhalb des Kontinents frei bewegen können, aber man möchte auch die Außengrenzen schützen und Bahnverbindungen schaffen, zum Teil Hochgeschwindigkeitszüge, wie diese hier von Djibouti nach Dakar. Da arbeiten bereits chinesische Unternehmen, bauen das. Es fängt in Djibouti an. Äthiopien baut einen riesigen Staudamm, 60 Gigawatt. Äthiopien ist destabilisiert worden von westlichen Proxys. Auch das hat mit dieser Entwicklung zu tun. Das Ganze wird natürlich den Kontinent verändern und zum ersten Mal wird es eine einheitliche Spurweite geben. All die Imperialisten, die Belgier, die Franzosen, die Briten, die Niederländer haben nie gestattet, dass in Afrika mit einheitlicher Spurweite gebaut wurde, um sicherzustellen, dass der Kontinent sich nicht entwickeln konnte. Dann gibt es ein Projekt in China. Da wird Wasser aus den überfluteten Gebieten im Süden in den Norden gebracht. Man versucht, die Wüste Gobi zu begrünen. Hier versucht man, also hier geht es um Wasser aus dem Kongo-Bassin und man möchte hier die Schwerkraft nutzen, also im Gebirge, um dann Tschad wieder neu zu bewässern. Da kann ist auch ein italienisches Unternehmen Transacqua beteiligt. Noch ein weiteres Beispiel aus China, das Lösplateau. Gesundes Terraforming. 2009 sehen wir eine leblose Wüste. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Aber mit einer Vision
und mit einem Verständnis für die Natur können wirklich Wunder bewirkt werden. Das ist die gleiche Gegend, man kann es kaum glauben, wie viel Reichtum da geschaffen wurde, wie viel Mangel durch Überfluss überwunden wurde. Man hört immer wieder, es gäbe zu viele Menschen auf der Erde. Wenn wir genug zu essen haben, dann gibt es dieses Problem nicht mehr. Die menschliche wirtschaftliche Entwicklung, wird immer wieder gesagt, zerstört die Natur. Das ist das, was immer wieder gepredigt wird. Das muss man glauben, eigentlich schon bevor man zur Schule gehen darf. Die NASA hat nun alle möglichen Erkenntnisse aus der Analyse der photosynthetischen Aktivität auf der Erde destilliert. Und 2019 haben sie herausgefunden, dass 5% mehr Chlorophyll und photosynthetische Aktivität auf der Erde stattfindet, hauptsächlich aufgrund der Aktivitäten in China und Indien, nicht aufgrund dessen, was der Westen macht. Das sind die beiden Staaten, die in denen das stärkste industrielle Wachstum stattfindet. Und das kann ja kein Zufall sein. Dann noch ein letzter Punkt, und das ist vielleicht für einige etwas unbequem. Weltraum ist ein Thema, was nicht allen gefällt. Bernanke hat gesagt, die ganze Biosphäre sei Teil eines kosmischen Prozesses und wir leben nun einmal in diesem Weltraum. John F. Kennedy hatte dies eigentlich verstanden. Es geht nicht darum, sich auf der Erde um Krummen zu streiten. Es gibt so viele Technologien, die es ohne Weltraumprogramme nicht geben würde. Mittels dieser Programme wurde alles Mögliche entdeckt. Wenn man versucht, das Unmögliche zu erreichen, dann muss man auf dem Weg dahin verschiedenste Probleme lösen. Polymere wurden entdeckt, medizinische Geräte wurden entwickelt. Auch kulturell ist es wichtig. Wir erkennen unsere gemeinsamen Fähigkeiten, obwohl wir unterschiedlichen Nationen, Ethnien angehören, obwohl unsere Haut eine unterschiedliche Farbe hat. Gibt es etwas, das uns alles verbindet? Hier ein Beispiel des internationalen Raumfahrtprogramms. Amerikaner, Russen, Europäer sind dabei und die sehen alle recht glücklich aus. Hier ein kurzer Überblick über das Artemis-Programm. Da hat ein ehemaliger US-amerikanischer Präsident versucht, im Weltraum friedlich zusammenzuarbeiten, statt hier einen Rüstungswettlauf zu betreiben. Der gegenwärtige amerikanische Staat möchte entweder Geld verdienen im Weltraum oder den Weltraum für einen Angriff auf Russland nutzen. Das ist also ein ganz anderer Ansatz. Ich habe meine Notizen zu Hause gelassen, tut mir leid. Aber China und Russland haben seit 2019 verschiedenste wichtige Verträge für die gemeinsame Entwicklung einer Basis auf dem Mond unterzeichnet. Man möchte einen Menschen auf den Mond bringen. Das hat die NASA zum letzten Mal 1973 geschafft. China hat auch zum ersten Mal die erdabgewandte Seite des Mondes erreicht. Hier gibt es die größte Dichte von Helium-3. Das gibt es auf der Erde fast nicht aufgrund des elektromagnetischen Felds. Und der Leiter der chinesischen Weltraumagentur hat gesagt, man sei auf der erdabgewandten Seite gelandet, weil ohne Magnetfeld, also das Magnetfeld würde das Helium-3 zurück ins Weltraum schicken, aber da gibt es kein so starkes Magnetfeld und deswegen lagert sich das da ab. Und mit einem Gramm könnte man, mit einer Lasterladung könnte man den Energiebedarf der Erde mit einem guten Lebensstandard für ein Jahr sicherstellen. Und auf der erdabgewandten Seite des Mondes ist eine ganze Menge davon. Der Leiter des chinesischen Weltraumprogramms hat mehrfach erklärt, dass dies einer der Gründe ist für ihr Weltraumprogramm. Man möchte auch bis 2049 an das Ende der Heliosphäre gelangen. Man möchte auch
Rohstoffe vom Mond, aber auch von Asteroiden sozusagen ernten können. Ein ganz anderer Ansatz als der schwabsche Ansatz des Westens. Wir hören immer wieder von der vierten industriellen Revolution. Da gibt es verschiedenste Ideen. Noch ein weiteres Beispiel aus China. Die haben in den letzten 20 Jahren unglaublich viele Staudämme gebaut. 5 der 10 größten. 2024 wird ein weiterer fertiggestellt. Der ist ungefähr 420 Meter hoch. Der wird viel Strom produzieren, für lebensmittelproduzierende Regionen. Das wurde ausschließlich oder wird ausschließlich mit 3D-Druck hergestellt, ohne Menschen. Das sind automatisierte Roboter, die den Zement bearbeitet. Die arbeiten mit einer Form der KI. Das ist nicht die Dystopie, die Harari in Bezug auf künstliche Intelligenz entwickelt, sondern eine sehr positive Verwendung dieser Technologie. Der Weltraum wird also auch als etwas gesehen, wo man nicht einfach hingeht, um zu sterben, so wie Hollywood uns das glauben machen möchte, sondern als ein offener Raum, den es zu erforschen und zu entdecken gilt. Während Hollywood uns 40 Jahre eingehämmert hat, dass der Weltraum gefährlich ist. Der ehemalige Leiter von Roscosmos hat den USA 2011, am 18. Oktober, hat Dmitri Rogozin den USA angeboten, statt diesen Raketenschild zu bauen, könnten wir doch gemeinsam ein strategisches Verteidigungssystem für den Planeten Erde bauen, gegen Asteroiden. Barack Obama wollte davon nichts wissen und dann ist es wieder in der Versenkung verschwunden. Aber das war eine kreative Energie. Diese Technologien kann man ja nicht einfach wegzaubern. Ich hätte gerne einen Zauberstab und alle Atombomben wären einfach weg. Das wird leider nicht klappen. Aber wenn man versucht, zum Wohle aller zusammenzuarbeiten, es wird Asteroiden geben, die auf die Erde treffen. 99,9% der Spezien würden einen Einschlag nicht überleben. Man hat gesagt, die Dinosaurier wären nicht intelligent genug gewesen, um die NASA aufzubauen. So sind sie ausgestorben. Die Menschen hätten das Potenzial, aus diesem Zyklus auszubrechen. Es ist nicht gesagt, dass wir es schaffen, aber wir hätten das Potenzial. Wenn wir uns die letzten 500 Millionen Jahre einmal anschauen auf dieser Folie, und die Fossilien anschauen. Die Darwinisten möchten nun gerne, dass das Leben sich langsam entwickelt mittels kleiner Mutationen. Die Fossilien, die wir finden, zeigen uns das nicht. Es gibt verschiedene Zyklen, 30 bzw. 60 Millionen Jahren, die mittels dieser Fossilanalyse erkannt wurden. Da gibt es dann immer wieder Ereignisse, manchmal Vulkane, manchmal Eiszeiten, manchmal Asteroideinschläge. Da gab es auch elektromagnetische Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Wir wissen aber auf jeden Fall, dass das Ganze zyklisch vor sich geht und es gab mindestens 5 Massenereignisse von Massensterben in den letzten 500 Millionen Jahren. Die Nihilisten würden sagen, was soll's. Dann fangen wir halt wieder von vorne an. Es geht hoch und runter, aber es geht wirklich nicht zum Anfang zurück. Es gibt diese Plateaus, wo
Amöben waren zu einer Zeit die einzige Form des Lebens, von dem wir Fossilien finden. Relativ langweilig, also nicht schlecht oder böse, aber relativ langweilig, nicht sehr vielfältig. Dann entwickeln sich verschiedene Arten und dann wird es schon spannender. Dann gibt es mehr Arbeitsteilung, mehr Komplexität, aber auch mehr Ordnung. Es gibt Gesetzmäßigkeiten. Säugetiere haben etwas, was Reptilien nicht haben. Aber Reptilien sind gut und Säugetiere sind gut. Ich kann das jetzt nicht in Worte fassen. Vielleicht sind es Gefühle. Vielleicht hat es mit der Fähigkeit zu tun, Gefühle auszudrücken. Irgendwie scheint da bei Säugetieren was möglich zu sein. Können sich vielleicht auch an lebensfeindlichere Lebensräume anpassen. Wenn ein Reptil kalt wird, kann es sich auf einmal nicht mehr bewegen. Ein Säugetier braucht mehr Nahrung als ein Reptil, kann sich aber weiter bewegen und kann Gefühle empfinden. Menschen haben, man spricht von einem Reptiliengehirn oder es gibt bestimmte Wesenszüge des Menschen, die wir mit dem Krokodil gemeinsam haben, gibt aber auch Gemeinsamkeiten mit Wölfen oder Schimpansen. Und vielleicht könnten wir die erste Spezies sein, die es schafft, diese Zyklen des Massensterbens zu überwinden. Das James-Webb-Teleskop, und ich denke, das ist fast schon ironisch. Auf der Erde herrscht Chaos, die Wirtschaft bricht zusammen, wir haben eine Kulturkrise, eine militärische Krise. Und doch ist es uns gelungen, die höchst aufgelösten Bilder der Weltraumgeschichte online zu stellen. Wir können jetzt die Tiefen des Weltraums mit einer Klarheit betrachten, mit der wir sie bis anhin niemals betrachten konnten. Es gibt Bereiche, von denen wir dachten, die wären einfach nur schwarz, da gäbe es keine Galaxien. Und das James Webb Teleskop und das beziehungsweise das Hubble Teleskop haben dann in diese dunklen Bereiche hineingeblickt und die sind voller Galaxien, mehr Galaxien, als wir zählen können. Jede ist einzigartig. Jeder Stern einer Galaxie ist durch Prozesse entstanden, die wir nicht verstehen. Es scheinen neue Galaxien zu entstehen. Es scheint Wachstumsprozesse dieser Galaxien zu geben. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich will da auch jetzt keine Vermutungen anstellen. Aber es gibt Kreativität, es gibt Ordnung, es wie der Bernacchi-Schnitt, die sich in dieser Anordnung oder in diesen Galaxien erkennen lassen. Das Gleiche in Bezug auf die Quanten. Als Max Planck seine Durchbrüche erzählt hat, hat er von harmonischer Oszillation gesprochen. Die Planck-Konstante ist keine Entfernung, wie sich das bei den Mathematikern anhört. Er hat von harmonischer Oszillation gesprochen. Harmonie war ihm wichtig. Jede Galaxie hat Trillionen von Sonnen, die von unzähligen weiteren Planeten und Monden umkreist werden. Auf wie vielen gibt es Leben? Auf wie vielen gibt es vielleicht denkendes Leben? Das werden wir nie herausfinden, wenn wir die Budgets für die Weltraumforschung kürzen und das Geld stattdessen unseren systemrelevanten Banken in den Rachen schieben. Der Direktor des chinesischen Mondforschungsprogramms hat gesagt, das Universum sei ein, oder wenn das Universum ein Ozean ist, dann ist der Mond die Diago-Inseln, Mars sind die Huayang-Inseln. Wenn wir da jetzt nicht hingehen, obwohl es uns möglich ist, dann
haben wir unsere nächste Generation verraten. Die chinesische Zivilisation ist 5.000, 6.000 Jahre alt, vielleicht sogar noch älter. Und sie denken in andere Dimensionen als wir in unserer Konsumgesellschaft im Westen. Und ich denke, wir sollten darüber nicht urteilen, bevor wir vielleicht Konfuzius gelesen und analysiert haben. Die Meritokratie und die Prioritäten der Chinesen sollten wir uns vielleicht zu Gemüte führen. Auch sie wollen nicht in einem Atomkrieg sterben, so viel ist sicher. Je mehr ich von Glasiev gelesen habe, desto wichtiger ist mir er mir geworden. Wer von Ihnen kennt Sergei Glasiev? Wem sagt der Name etwas? Glasiev, ich werde jetzt nicht die ganze Biografie vor dem Student von Lyndon Root. Er hat vor ein paar Jahren die Trauerrede gehalten. Er hat LaRouche studiert. Wenn Sie sich diese 30-minütige Trauerrede nicht angehört haben, dann tun Sie es, es lohnt sich. Er ist ein Berater von Putin. Arbeitet hinter den Kulissen mit Russland und China und Indien zusammen. Letztendlich werden von dieser Arbeit, ich würde sagen, ungefähr 75% der Weltbevölkerung profitieren können. Ideen, Konzepte, Gedanken bestimmen die Welt und es gibt keine Gesellschaft, kein Staat, der ohne Ideologie auskommt. Wenn man auf Ideologie verzichtet, dann übernimmt Geld die Macht. Denn das Fehlen einer Ideologie bedeutet, dass es kein einheitliches Wertesystem gibt. Letztendlich gibt es dann nur noch Privatinteressen. Das Fehlen einer Ideologie ist versteckt ultralibertäre Ideologien, wo das Hauptinteresse der Profit und die Gier ist. Und unsere Erfahrung zeigt, dass eine solche Gesellschaft oder solch ein Staat zusammenbrechen wird, weil es zwischen den verschiedenen Klassen zu viele Konflikte gibt. Früher hat man gesagt, keine Ideologie, der Markt wird es richten. Die Märkte, die unsichtbare Hand des Marktes soll es richten. Es ist einfacher, Geld zu stehlen, wenn die Hand tatsächlich unsichtbar ist. So viel ist wahr. Die Vereinigten Staaten wurden nun als Beispiel angeführt. Man sagte, es gibt eine Ideologie, der Durchschnittsbürger verstehen kann. Ein Haus mit Garten, ein Auto. Aber die wirkliche Ideologie, die die amerikanische Elite verfolgt, ist die Weltherrschaft. Die Schaffung einer globalen Oligarchie, die die Welt regiert und die gesamte Menschheit ausbeutet. Mittels des Weltkapitals. Innerhalb dieses Koordinatensystems kann Russland nur ein Land der Sklaven sein. Geburtenkontrolle, Einschränkung der Bewegungsfreiheit, Einschränkung der Meinungsfreiheit. Welche Ideologie braucht unser Land? Natürlich braucht Russland eine Ideologie, eine Idee, der es folgen kann. Die russische Gesellschaft ist so gespalten, dass es diametral unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema gibt. Deswegen können nur die allgemeinsten Grundsätze einer solchen Ideologie formuliert werden. Was sagt er? Wollen wir eine Religion bauen? Oder formuliert er vielleicht etwas Allgemeingültigeres? Die Theorie der langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung, der ich gegenwärtig folge, zeigt, dass sich die menschliche Gesellschaft entwickelt und man dann auf Grenzen des Wachstums
stößt, das führt zu Stagnation. Diese muss überwunden werden. Diese Grenzen können überwunden werden. Man muss neue Möglichkeiten schaffen, damit sich nicht nur Russland, sondern die Menschheit entwickelt. Ich denke, das ist der Grundsatz der Ideologie in der russischen Seele.